Metronom, ja oder nein? Das ist hier die Frage. Gut, jeder hat da seine eigenen Ansichten. Und hätte man mich früher gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nö, Metronom, kacke. Warum? Weil ein Metronom einen irgendwo auch einengt. Man hat überhaupt keine Freiheiten mehr und so weiter und so fort. Heute sehe ich das anders. Also ich sag's mal so, ein Metronom ständig zu benutzen, da halte ich wirklich nicht viel von. Irgendwann sollte man das Metronom auch sozusagen in seinem Kopf haben. Und es ist sehr wichtig, natürlich im Timing zu spielen, aber so ein bisschen Freiheit muss auch noch da sein. Das Gleiche gilt für eine Stimme. Wenn sich die großen Sänger wie Freddie Mercury oder so anguckt, die liegen manchmal ganz leicht unter dem Ton oder ganz leicht drüber und das kann top sein. Wesentlich besser, als wenn man das durch so ein Melodyne dann genau reinzieht. Also das ist auch so ein Programm. Aber, wie gesagt, nichtsdestotrotz, zwischendurch sollte das schon mal geübt werden. Das Problem ist heutzutage auch, es werden kaum noch Bands gebildet. Oder geschweige denn, dass man zu zweit oder zu dritt spielt. Das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Und daher ist es schon sinnvoll. Und so oder so, zwischendurch, wie gesagt, ich würde es machen, aber nicht permanent. Es gibt also eine App könnt ihr euch so runterziehen, die kriegt ihr for free im Netz oder im Game Store oder hast nicht gesehen, wo ihr die da habt. Im App Store, sorry, Game Store, ja. Und es gibt eben viele Möglichkeiten. Ich möchte euch das jetzt hier mal zeigen. Man nimmt eine simulierte Hi-Hat zum Beispiel. Natürlich ein Picking. Das ist möglich, ja. Und für Solo-Spielen natürlich genau das Gleiche. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal eine einfache Moll-Skala spiele und ich mache das dann so. Oder nur runtergespielt in diesem Falle, ein kleines Solo daraus gemacht. Ganz egal, wie ihr es macht, das Tempo könnt ihr natürlich immer verändern. Und es gibt wunderbare Apps for free, die ihr eben runterladen könnt. Und da schaut einfach mal nach. Ich würde es euch raten, das zu machen. Und was noch besser wäre, hinzu. Also mindestens im Duett zu spielen oder zu dritt, also Trio oder in einer ganzen Band. Das macht erstmal Riesenspaß und bringt unwahrscheinlich viel. Aber das ist auch wieder ein Thema für sich mit der Band und so weiter und so fort. Also ladet euch erstmal so eine App runter, probiert es zwischendurch, nicht den ganzen lieben langen Tag, denn dann wird es auch schon wieder Stress. Und Stress soll es nun gerade nicht sein. Das ist das Ungesundeste, wie in allen Dingen des Lebens, was ihr gebrauchen könnt bei der Musik. Habt viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch bitte und abonniert gerne meinen Kanal. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.